Zack, wir haben Pfeil und Bogen bekommen und wir haben eins der drei Amulette gefunden. Ja, ich habe die Karte in dem Bau jetzt nicht gefunden. Ganz ehrlich, juckt das irgendwen? Mal im Ernst. Hoffentlich nicht. Sasrala, guck mal, was ich Tolles hab. Oh, du hast das Amulett des Mutes tatsächlich errungen. So höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachte auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse, um für die sieben Weisen Zeit zu gewinnen, damit diese das Siegel erschaffen konnten. Es heißt jedoch, dass aus diesen Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, Mick, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weisen weitervererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Neue Schuhe. Hui, die Pegasus-Schuhe. Nun rennst du wie der Wind und kannst alles Mögliche anrempeln. Halt dazu A eine Weile gedrückt. In einer der Höhlen östlich des Hylia-Sees ist etwas Nützliches versteckt. Sagt er uns. Hier, es waren ja Kisten, das heißt, die sind jetzt für immer offen. Tja, was bringt uns das, dass wir jetzt diese tollen neuen Schuhe haben? Ganz einfach. Wenn wir jetzt A gedrückt halten, dann können wir rennen. Und was auch ganz cool ist, dabei halten wir unser Schwert raus. Das heißt, wir machen auch Schaden, wenn wir was anrennen. Insofern es verwundbar ist. Zack. Und ja. Es ist allgemein eine schöne Möglichkeit, um sich etwas schneller fortzubewegen. Das Plonk, das ihr gerade gehört habt, war ein Schuss, der von unserem Schild abgeprallt ist. So tolle Dinge können bei uns passieren. In einer Höhle östlich des Hylia-Sees. Ich glaube, er meint diese Höhle da rechts. Tja, lass mich mal mich noch hier unten umsehen. Ach ja. Warum gähne ich denn? Hier gibt's was Tolles. Und zwar, wenn man diese Musik hört, dann weiß man immer, ich pack meine Biene aus. Meine Biene ist jetzt freundlich und beschützt mich und ist jetzt bei mir und hilft mir. Aber seht doch mal die ganzen Feen. Komm mit, Schatzilein. Nein, die Biene lasse ich frei. Aber die Fee nehme ich mit. So, dankeschön. Ich habe jetzt zwei Feen in der Flasche dabei. Und das ist verdammt gut. Das heißt, wenn wir sterben, passiert uns nichts. Sollen wir es mal demonstrieren? Na komm. Ich habe eh gerade Durst. Genau so funktioniert eine Fee und das ist was absolut Geiles, was man immer dabei haben möchte, oder? Ich liebe das. Dankeschön. Deine Flasche ist voll, du hast keine Wahl. Freilassen! Okay. Oh, mein Durst ist gestillt. Und was war es heute? Ist einer meiner Sponsoren, wo ich Geld kriege, wenn ich sage, was ich getrunken habe. Ach so, das ist es, ja. Ja, die können mir auch mal wieder Geld geben. Was habe ich Tolles getrunken? Coca-Cola Sherry Coke. Da steht dran, Schutzmarke. Ja, die Marke schützt mich vor Durst. Weiß ja auch nicht. Hab scheiß Cola getrunken, ja. Wir bewegen uns viel schneller. Ich stehe drauf. Ich liebe es. Wir gehen mal ins Wasser und schwimmen ein bisschen rum. Nein, wir schwimmen nicht. Wir können nicht schwimmen. Wasser macht uns Schaden. Wasser ist böse. Wir waschen uns prinzipiell nur mit warmer Luft. Im günstigsten Fall mal vielleicht noch Regen. So, tja.
da müssten wir jetzt auch weiter schwimmen können, aber das können wir nicht. Das heißt, wir gehen weiter hier lang und schauen uns dann an, was er meint an den Höhlen östlich des Hylia-Sees ist, was Tolles versteckt. Wir könnten uns jetzt auch natürlich... Oh, hallo, was sehe ich denn da? Mit einem kleinen Trick fortbewegen, das geht auch. Aber ich tue das jetzt bewusst nicht. Ach so, du nur. Okay. Ja, hol mich mal. Ich habe eh schon so ein... ja. Gewisse Versteifungen. Seht ihr das Ding, das hier da immer rumspringt? Ja, die nicht. Die nerven. Die sind scheiße. Ja, ich meine das Ding. Das blaue Teil, das hier immer rausspringt. Ich will nur mal gerade hier die... hier wegkriegen, wenn es geht. Und dann kümmere ich mich um das Ding. Denn wenn man dem Teil sein Gras klaut und es auf dem Boden landet, ey gut, nimm es, du Eisamschneider. Dann kriegt man was. Was auch immer das Ding jetzt war. Ich hab ein Schild, du Idiot. Ich hab ein Schild. Du bist scheiße. Hier, fang. Ey. Okay, das hat gerade die ganze Zeit nicht getroffen, weil ich irgendwie die Wand neben ihm getroffen habe, statt ihn selbst. Wie auch immer das funktioniert hat. Keine Ahnung. So, der Hylia-See. Da ist ja noch was zum Aufspringen. Das Spiel ist vollgestopft mit Geheimnissen. Von oben bis unten. Aber so funktioniert einfach Zelda. Ah, es sind seltsame Ekelwürmer. Sehr seltsame, komische Würmertiere. Kann man die mit dem Bumerang? Nein, die kann man nicht mit dem Bumerang. Das heißt, wenn ich die tot haben will, dann müsste ich die schon mit einem Pfeil, oder wie? Ja, die sind ja auch so geil zu treffen mit dem Pfeil, hä? Ja. Ja, und jetzt? Ha, okay, wenigstens reicht ein Pfeil dann. Also nur einmal treffen und dann ist gut. Komm, mal auf. Ah, spring rein. Ja. Hallo? Das muss aber unter uns bleiben, verstanden? Oh ja. Oh ja, all das Geld, alles meins. Alles meins. Nom, 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 nom. Oh, ich stehe total drauf. Herrlich. Ich bin reich. Au! Das sind kleine, seltsame Quallenviecher. Bah! Die schocken einen, wenn man sie mit dem Schwert berührt. Das heißt, die muss man ohne Schwert umbringen. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Die Dinger sind komisch. Guck mal, fliegen da rum, dann explodieren sie und dann fliegen sechs kleine von ihnen raus und dann fliegen die da über den Boden und da verschwinden sie von alleine. Hä? Was soll das? Wie ist die evolutionäre Erklärung für dieses Verhalten? Wie geht das? Und zack! Was ist Tolles in der Höhle versteckt? Es ist sehr kalt hier, würde ich sagen. Und es hört sich stark nach Feenhöhle an. Ei. Dankeschön. Was gibt's hier links? Tja. Nix. Komm ich nicht lang. Hier gibt es allerdings, wenn ich mich nicht irre, noch etwas anderes. Ich lasse mal gerade eine Fee frei. Grund dafür, ich brauche eine Flasche. Und wenn ich jetzt diese Statue hier anrempel. Biene! Was machst du mit der Biene? In der Flasche aufbewahren. Das ist die goldene Biene. Wofür ist die goldene Biene da? Ja. Sagt ihr es mir. Es war mal, glaube ich, das Gerücht, dass die goldene Biene einem bei einem bestimmten Bosskampf im Spiel hilft, wenn man sie bei dem freilässt. Aber ich
glaube, ich habe das mal ausprobiert und dem war nicht so. Zumindest nicht bei dem Boss, bei dem ich es versucht habe. Ja. Wenn die goldene Biene einen bestimmten Zweck hat, das dürft ihr mir ruhig posten. Aber bitte auf eine spoilerfreie Art und Weise, also... Denkt mal an die anderen Leute. Du hast den magischen Eisstab gefunden. Seine kalte Magie zerschneidet die Luft. Wir haben den Eisstab. Das heißt, wir können jetzt... Eisstrahlen absondern. Was bringt uns das genau? Demonstrationskrabbe, Demonstrationskrabbe. Eingefroren. Ey. Huch, tot. Krabben machen verdammt viel Schaden, schon gewusst? The more you know. Und eben dafür habe ich jetzt sehr gerne immer Feen dabei. Und deswegen gehe ich jetzt auch noch eine einpacken. Komm her. So. Also, gehen wir weiter auf ihn los. Wohin gehen wir denn noch? Was steht denn noch aus? Aua. Aua? Das ist gerade zwei Schaden von einmal Krabbe berühren. Holy crap. Das tut ja richtig verdammt weh. Kein Wunder, dass ich so schnell davon draufgegangen bin. Nein, ich habe Angst vor dir. Geh weg. Geh weg. Da, da, da. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit dem Spiel damals verbracht habe. Wenn man dem Teil einfach seinen Busch unterm Arsch rauszieht, dann wuscht es einfach darum und kackt Geld. Und irgendwann verschwindet es und ist weg. Traurig, oder? Sehr seltsam. Oha. Ich sehe eine Kiste und ich sehe das wohl schwerste Rätsel der Welt. Drei Bomben. Tja, oh nein, ich habe mir den Weg versperrt. Ich komme nicht mehr in das hintere Zimmer. Dann gehen wir doch einfach nochmal rein und machen diesmal richtig. Dass wir auch nach hinten kommen. So, wieder so ein Schieberätsel. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich sage wieder rechts. Und das war richtig. Wir haben ein Schleusentor aufgemacht und jetzt fließt da Wasser lang. Das bringt uns. Das Wasser hier wurde abgelassen und wir haben ein Herzteil. Und es gibt noch was Witziges, was wir machen wollen. Nämlich, wir nehmen uns so einen Fisch. Und tragen den ein bisschen spazieren. Ein paar Meter werden wir jetzt gehen müssen mit dem Fisch. Aber das lohnt sich, keine Angst. Es ist nicht allzu weit. Wir wollen mit dem Fisch jetzt zu jemandem, bei dem wir schon mal waren. Jemand, den wir kennen. Der freut sich sehr über einen Fisch. Nein, Fisch! 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 Komm wieder mit, Fisch! Nein, Fisch! Bleib doch bei mir! Mein Fisch. Er ist immer dorthin gegangen, wo auch ich hingegangen bin. Kunststück, wenn ich ihn mit mir rumtrage, oder? Und zwar, wir sind schon ganz in der Nähe. Nein, es ist nicht der Typ mit dem Glücksspiel hier. Oh nein, es ist auch nicht das Buch in der Bücherei. Sondern es ist jemand anderes. Und zwar ist es unser liebster Freund, der Flaschenverkäufer. Der steht total auf Fisch. Guck mal. Fisch soll ja gut sein für das Gehirn. Ich tausche deinen Fisch gegen dieses Zeug. Das war ziemlich viel Zeug. Leider zu viel, als dass ich es jetzt auf Anhieb sehen konnte. Es war Geld, es waren Bomben, es waren Pfeile, es war ein großer Magietrank, glaube ich, dabei. Und keine Ahnung, was noch alles. So, wenn wir gerade schon hier sind, tun wir noch zwei Dinge. Und zwar gehen wir wieder in die Bücherei. Dort stand doch das grüne, tolle Buch. Machen wir einfach sowas.
Wir stoßen das Buch einfach vom Regal runter und nehmen es mit. Du hast das Buch Modora. Damit kannst du die alte Sprache der Hylia verstehen. Also, wir haben ein Diktionär mitgenommen. Ha! Immerhin. Und jetzt können wir auch in dieses Haus gehen. Nämlich, hier gibt's was Cooles. Nicht den, der ist eigentlich blöd. Ich hatte mit meinem Bruder einen Riesenstreit, deshalb habe ich seine Tür zugemauert. Ja, clever. Mhm. Und du? Und Mick, was sagt mein großer Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Ja, besser. Was wir hier haben, ist ein Rennen. Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt dir ein toller Preis. Achtung, fertig, los! Ja, beim ersten Mal hat man keine Chance. Man muss eigentlich die Route kennen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sie noch kenne. Versuchen wir es. Und zwar haben wir das nicht vorher gemacht, da es sehr von Vorteil ist, wenn man diese geilen Rennstiefel schon hat. Allein für sowas. Und bei diesem Versuch betrug deine Zeit 0 Minuten und 13 Sekunden. Super, Glückwunsch, du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis, ein Herzteil. Du hast ein Herzteil gefunden und das war unser viertes. Jetzt haben wir ein Herz mehr. Yummy. Ich finde dieses gut. Ich stimme zu. Okay. Jetzt haben wir genug rumgespielt und gehen mal in die Wüste. Dafür müssen wir eigentlich ziemlich wieder genau den Weg, wo wir hergekommen sind, als wir den Fisch bekommen haben. Wir könnten einfach hier unten durch, aber tja, wir kommen ja leider nicht um so dicke Steine drumherum. Da können wir nichts machen, die sind viel zu schwer für uns, die können wir nicht anheben. Das wird sich allerdings irgendwann noch ändern. Irgendwann können wir noch schwerer heben als jetzt. Diese komischen kleinen Holzdinger, Pfosten, die da so aus dem Boden stehen, die sind jetzt auch noch ein ziemlich unüberwindbares Hindernis für uns. Das ändert sich aber auch noch. Hallo Schild. Hallo Schild. Wüste der Geheimnisse. Achtung, Bomben. Bomben? Das hört sich nicht ganz gut an. Da kriecht was mit dem Stein auf dem Rücken. Sprich mich nicht an, ich bin ein komischer Kauz. Schild, nicht herausziehen! Okay. Ey, 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 jetzt klebt er an mir. Warum nur? Warum? Weil du gesagt hast, ich soll es nicht tun, ist doch klar. Du kannst hier nicht so lange hinein, solange ich an dir klebe. Ey, du Penner, dann hau mal ab. Geh weg! Geh weg, du Sack! Gut. Ich will nämlich hier rein. Hier gibt's doch nichts, was ich gerade brauche. Fuck. Egal. Bewegen wir uns durch die Wüste. Hier gibt's süße kleine Vögelchen. Und Bomben und Grabsteine und Skelette von Bullen oder Rindviechern und Kakteen. Ja, das heißt natürlich Kakteen. Ich habe mal mit jemand diskutiert, der meinte, nein, die Mehrzahl von Kaktus ist Kaktusse. Und sagte ich, nein, Kaktusse ist, wenn man RTL 2 einschaltet, dann sieht man sowas. Ich habe den alten Mann stehen lassen. Ich bin sehr böse, aber ich wollte einfach das Herzteil haben. Hallo Sahasrara-Klon, was tust du in der Höhle? Warum wohnst du hier? Dies ist das Buch Modora. Mit ihm kannst du die Sprache der Hylia übersetzen. Alter, der Mann kann den Text lesen, der erscheint, wenn ich ein Item bekomme. Ich hab Angst. Tja, die Kakteen tun übrigens... Ah, Schlammmonster, Sandmonster, Dingens, Viecher, Golems. Ah. Ich wollte sagen, die Kakteen tun übrigens wirklich... haben will. Tun wirklich weh. Also wenn man die aus Versehen berührt, dann tut's weh. Tja, was haben wir hier? Das
ist der Eingang zum Tempel, aber es ist ziemlich zu. Habe doch Schnabel, Schniebel in das Niedel. Okay. Benutzen wir das Buch, vielleicht hilft uns das weiter. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst du erhört, öffnet sich der Weg. Mach ihn 3 Meter lang, mach ihn 4 Meter lang und gib mir ganz viel Geld. Mein Wunsch wurde erhört. Nein, nein, doch nicht. Es geht nur der Weg auf. Schade. Egal. Auch ganz gut. Warum fliegen die süßen kleinen Vögelchen immer um mich rum? Ha? 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 Ha?